Franz Kafka wirklich war. Dieses Rätsel lässt sich wohl auch nicht zu seinem 100. Todestag in diesem Jahr lösen. Kafka, ein seltsamer Gigant der Literatur und ein ewiges Geheimnis. Auf wenigen Fotos, wie diesem mit seiner Schwester Ottla, ist er sogar mal lächelnd zu sehen. Eine absolute Ausnahme. Einige jedoch behaupten, der chronisch Zweifelnde sehe hier nur so fröhlich aus, weil er im Moment der Aufnahme gegen die Sonne gucken musste. Ottla wurde, ebenso wie die anderen beiden Schwestern, von den Nazis deportiert und ermordet. Viele Jahre nach dem Tod von Franz Kafka. Doch schon sein eigenes Leben hatte wahrhaft düstere Kapitel. Neu festgehalten in einer Serie der ARD. Gret von Petersdorf. Du musst alles vernichten. Nichts darf übrig bleiben. Franz Kafka auf dem Sterbebett. Und hätte sein Freund Max Brod den Wunsch erfüllt und alles Schriftliche vernichtet, die Welt wüsste wenig von dem bedeutenden Autoren Kafka. Daniel Kehlmann und David Schalko haben die sechsteilige ARD-Serie geschaffen, auch mit dem Ziel, mit Klischees aufzuräumen. Er war vielseitig natürlich. Er war sicher niemand, der das Leben ganz leicht genommen hat. Aber er war auch nicht jemand, der ständig gelitten hat. Er war auch als Schriftsteller nicht so unbekannt zu Lebzeiten, wie man denkt. Er hatte gute Freunde. Aber kompliziert war es mit den Frauen. Franz Kafka. Felice Bauer. Die Beziehung bestand dann aber vor allem aus Briefen. Mit den anderen Frauen lief es ähnlich. Kafka kann offenbar nur so lieben aus der Distanz. Deine ständigen Vorbehalte, das dauernde Verschieben der Hochzeit. Tja, er war ein sehr moderner Mensch und hatte natürlich auch ein Problem mit Nähe. Ich glaube, das muss man vielleicht auch erwähnen, dass das ist eigentlich auch ein sehr modernes Problem letztendlich. Und ganz schlecht ist er in der Selbstvermarktung. Darum muss sein Freund beim Verlag für ihn werben. Kafka. Franz Kafka. Er ist vielleicht der größte Schriftsteller der Welt. Oh, darunter tun Sie es nicht. Seine Erzählung Die Verwandlung ging der Leserschaft durch Mark und Bein. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Und am Ende verreckt er, elendig, verwahrlost, alleingelassen von der Familie. Tod? Also Kafka ist eine Rolle, da ist viel skurril oder viele Fragenzeichen. Also es ist jetzt auch nicht, dass wir jetzt wissen, wer Kafka ist. Morgen, Herr Dr. Kafka. Er schuf Weltliteratur, während er seinem Broterwerb nachging bei einer Unfallversicherung. Und da war er überraschend erfolgreich, der Feingeist. Nötig, damit die Anstalt die richtigen Gefahrenklassen einschätzen kann. Kafka, ein eigenwilliger Geist, der auch seine Macken pflegt. Hier isst er Nüsse. Es handelt sich um eine Kautechnik, die auf Horace Fletcher zurückgeht. Nie etwas schlucken, bevor man 40 Mal zugebissen hat. Ein manchmal verzweifelter Weltliterat. Es ist eine dieser Ironien seines Lebens, ist, dass dieser Mann, der ein, wenn man so will, ein Prophet des Verlierertums ist, der größte Gewinner unter allen Schriftstellern ist. Und es hätte ihn sehr überrascht, 100 Jahre nach seinem Tod, die Filme über ihn, wie heute in der Urania in Berlin.